Hallo liebe Freunde, zurück bei Let's Play Super Mario 64, in dem Fall Part Nummer, schieß mich tot, ich glaube 11. Ich hoffe es mal. Und ich habe zwei Co-Moderatoren hier neben mir. Und ja, sind bei mir zu Besuch und ich glaube, ist ganz witzig, wenn die mal mitmachen hier. Und das war in dem einen Fall meine Freundin, die ihr schon kennt, Jackie X. Hi Leute. Und auf der anderen Seite ein neuer Co-Moderator namens Fritz. Hi. Gut, und ja, was habe ich letztes Mal so vergammelt? Das war der Schneemannskopf, genau. Oh ja, stimmt ja. Den habe ich nicht hinbekommen. Nein. Du hast doch den letzten Part geguckt, oder? Nein, ich habe leider nicht mehr Fritz zu Ende gucken können. Okay, aber Fritz hat sie gesehen. Ne, Fritz, was hast du gesehen? Ja. Als guck mal nicht wissen, wo er steht, das ist schlimm. So, boing. Und jetzt. So. Und. Jump, jump, jump. Joa, so, dann gehen wir jetzt den Schneemannskopf endlich mal nach oben und versuchen uns endlich mal diesen blöden Stern da oben zu holen. Nach fast beim Pinguin, ne? Nach gefühlten 300 Versuchen. Er kotzt wieder, das sag ich. Nein, ich kack diesmal nicht ab. Ich mach ganz langsam. Jo. Hoho, Wind. Ey, Pingu, komm mal. Kannst nicht drüber springen? Nö. Nein. Scheiße. Pinguin! Komm mal! Pinguin, oh dann Mann. Ich stehe und lache für mich zurück, der Idiot. Genau. Böses Pinguin. So, und da ist er ja. Pingu! Komm, wir laufen zusammen. Schritt schnell. Und weiter, 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 weiter. Oh, 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 oh. Ah, ja! Geschafft! Da ist kackt da bestimmt kurz vom Ziel wieder ab. Das wäre typisch Sippy. Das wäre es jetzt so vom Schneemann, es kommt noch runterfallen. Huh. Das traue ich dir zu. Und? Ja! Endlich! Here we go! Stern Nummer 48 und somit fehlen es noch zwei für die nächste Tür. Ja, stimmt. Und die holen wir jetzt glatt doch noch. Was gibt's denn da noch zu erledigen? Ich glaube, das Iglu. Das Iglu? Ja, ich glaube. Ich weiß aber nicht mehr genau. Schau im Iglu nach. Ha, ja. Perfekt. Wie kommt man ins Iglu? Ah ja, genau. Und es wird jedes Mal der Weg hierher. Keine Ahnung warum. Ups. Auf den Kopf. Tut mir ja gar nicht leid. Und Blumenmörder. Juhu! So. Freundlich! Nein! Es gibt noch. So. Jetzt gehen wir einen anderen Weg. Es gibt, glaube ich, noch einen anderen Weg, oder? Ja. Toll. Ich muss da rüber. Hallo! Wie machen wir das denn jetzt, hä? Eigentlich brauche ich ja das komische Ding da. Ja, ich weiß. So, wie machen wir das jetzt? Wir gehen einfach aus dem Level raus, hä? Ja. Leck mich doch am Hinterdell. So. So, kurz verlassen einfach mal und gehen nochmal rein. Im nächsten Versuch. Die Kloklappe, die zweite. Ja, und... nein. Ja, jetzt darfst du da hinlaufen. Egal. Passt schon. Und ja. Ich will aber wieder was finden. So, jetzt habe ich erstmal einen Zug an einer Zigarette geraucht. Das macht wieder Motivation für den Rest. Und, ja, jetzt wollen wir wieder dahin, wo wir hin wollen. Waren gerade eben. Und ja. Ne? Mal gucken, ob du es diesmal schaffst. Ja, und Fritz, du bist so leise. Red mal ein bisschen mehr. Lauter. Rede. Lauter reden, Digga. Du bist Co-Moderator, du musst reden. Ja, gib mal ein bisschen Kommis ab hier. Und wenn du einfach nur dein Laster lässt. Ha. Ha. Kannst es nicht. Gib doch gleich auf. Das war eine Motivationsspritze. Oh ja. Und kam, bam! Still gestanden! Gib Gas! Sind sie beim Bund! Gib Gas und boing! So, nächster Versuch da hochzukommen. Diesmal schaffe ich's. Iglu kann ich jetzt weiter.
Achso. Ja, sollte man eigentlich denken, aber. So. Jetzt geht's ab ins Iglu. Komm. Put, put, put. Krabbel, 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 krabbel. Der hängt. Der hängt. Guckt euch das an. Der backt. Oh mein Gott. Und jetzt. Ja! Treffer. Ah, drin. So. Ach nö. Das war ja der Schrott. Oh. Gumba! 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 Oh, das Level ist scheiße. Warum? Da lang. Dum, dum. Dum, 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 dum. Heb dich und darüber und jetzt die Unsichtbarkeitsmütze bitte. Und Lichtstern durch die Wände. Attacke. Da oben ist der Stern. Bam. Dun, hey, dun, 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 dun. Here we go. Stern Nummer 49, uns fehlt noch eine. Und wo hole ich denn jetzt? Wo hole ich denn jetzt? Keine Ahnung. Ich hab ne Idee. ja, Bob, ich hab ne Idee. Wasserlevel, die liebst du das so? Naja, naja. Naja, naja, lieber, ja. So. Atlantis Aquaria erforscht die Höhen und Tiefen. Och nö. Glück gehabt. Ein Wasserlevel. Wuppapui! Muss ich eigentlich hin? Das war doch mit dem. Ich glaube, das war mit dem. War das mit dem? Wie? Mit was? Da unten, genau, da muss ich hin. Das Wasser runterbringen. So, und das Wasser wird nach unten geleitet. Und wir können jetzt auf dem Boden rumlatschen. Juhu! Freude kommt auf. Stirb! Spinne getötet. No. Das war keine Spinne, das war irgendwas anderes. Oh mein Gott, er hat Kenny getötet, du Arsch. Oh, ich habe einen Ton gehört, das heißt, das war schon mal richtig, was ich hier gemacht habe. Da ist Nummer 2 von den Tönen, gut. Wo ist Nummer 3? Oben. Oben? Relativ weit. Ich glaube, das hier war noch eins. 3. Perfekt. Fehlen nur noch 2, glaube ich. So. Es gibt doch noch mal so eine Kiste, oder? Weiter oben? Ja, nur mal weiter oben. Da müssen wir jetzt aber erstmal hin. Ne? Jo. Lutsch! Und das Wasser geht hoch. So. Uhu! So. Weiter geht's. Wo müssen wir hin? Da vorne, nach oben, dann links und dann rechts und dann geradeaus. Wenn du was sagst, wird's schon irgendwo stehen. Lol, ein tausende Wasserläufer. So. Öf nach üben, hä? Da ist er. Da ist die Kiste. Huhu. Gut, das wäre dann Nummer 4. Schieb doch mal richtig Mario ab, komm schon. Schieb, 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 schieb. Ja. Er ist nicht motiviert. Mario. Und verfehlt. Boing. Aber ich habe kein Geräusch gehört, das war sie nicht. So, noch dann. Weiter auf, Ali? Ich glaube auf dem Weg. Auf dem Balancierweg durch. Och nö. Hoch mit dir! Mann. Ich weiß es ja. Du weißt doch, ich zeig dir gerne, wo du fällst. Ja, ich weiß. So, jetzt umdrehen. 1, 2, 3. Oh nein. Und wieder nichts. Oh Mann, Leute, wenn ihr jetzt wieder vorspult, verstehe ich das komplett. Nicht. Nimm doch einfach den Block und schieb ihn auf die Seite wieder. Oh scheiße, es geht gar nicht. Richtig. Nein, dem hat halt dich. Komm schon, hallo. Oder auch nicht. Nein, du das. Musst ihn auch so stellen, dass er dich in die richtige Richtung wirft. Hatte ich ja vor. Kein Kommentar. Ja, geht doch! Treffer. Boing. Wuhu! So, jetzt runter und aktivieren. So, wo müssen wir jetzt hin? Balancieren, oder? Nein, ich glaube, erst muss man noch. Moment, gucken wir mal. 4. Hat er recht. Und die letzte ist, glaube ich, da ganz oben. Könnte sein. Da müssen wir jetzt erstmal hinkommen, ne? Wenn es kommt, wird es
jetzt hier leichter raus. Jo. So. Der war lecker. Und der war knapp. So, die Sicht bitte so, dass ich auch. So, perfekt. Will da hoch. So, von hier müsste ich es eigentlich darüber schaffen, oder? Keine Ahnung. Spring doch mal gegen den Glocken. Was drin ist. Da ist der Stern drin! Den habe ich doch schon geholt beim letzten Mal, du. Stimmt. Oh, informier dich mal besser. Ich guck dir Let's Plays meistens im Halbschlaf vor der Schule. Das weißt du doch. Wenn man keine Hobbys hat. Ja. Ja, so wie du, gell? So, nächster Versuch und nochmal da hoch. Och nö. So. So. Da war sexy. Ah, rüber. So. Jetzt aber. So. Rüber. Passt. Und das müsste es sein, oder? Knapp, aber ja! Perfekt. Geschafft. Stern Nummer 50. Leute, wir können nicht in die nächste Tür. Hoha. Wuhu. Oha. Sternstern. Und geholt. Here we go. Stern Nummer 50. Das heißt, wir können die nächste Tür öffnen. Und ja. Und wir haben, 34 Münzen gesammelt, ist doch mal was. Ja, ich weiß, ich habe 50 Powersterne und kann nun die nächste Tür öffnen. Danke für... immer mit der Sache. Ja. Juhu. Boing, und auf mit dir. Kommt da nicht jetzt auch die Uhr noch? Ui. Spoiler Attack. Du musst ja nicht drauf antworten. Da ist sie, die Uhr, die schon gerade eben hier erwähnt wurde. Also gucken wir erstmal, wie viel brauchen wir denn, um da ganz in die letzte Tür reinzukommen. Wir brauchen 70 Sterne. Das heißt, uns fehlen noch 20 Stück. Aber hä? Geh einfach weiter, schnell. Mal gucken. Sonst merken es die noch. Okay, das ist eine Endlostreppe. Es gibt aber komischerweise einen Bug im Spiel. Das war bei N64 so. Da konnte man ganz nach oben gehen. Aber ich will darauf nicht eingehen. Wir wollen lieber auf legalem Wege jetzt die letzten 20 Sterne holen. Ja, ich weiß. Immer wieder geil. Wenn wir raus, brauchst du Sterne wieder wegzukommen. So, mit was für einem Level fängt man denn an? Oh ja, ich weiß was. Rechts, links, oben oder unten? Ich rede erstmal mit Todd. Oh, ein Stern von Todd. Yippee-yay. Stern Nummer 51. Here we go. Speichern, ja bitte. So, jetzt wollen wir irgendwie da hoch und zwar so. Und zack. So, und da geht's rein. Mal gucken, was es da so Schönes gibt. Das ist die Regenbogenraserei. Reiße auf den Regenbögen. Och nein. Ich mag das Level nicht. Ich mag es auch nicht, aber. Das gehört dazu. Ja. Und so schwer sind die Sterne da eigentlich nicht zu holen. Normalerweise. Ja, aber für dich mit viel Springen und Balancieren runterfallen, und das passt ja. Das weiß ja jeder, dass du das nicht machst. Ich kann's aber. Manchmal. So, aber ich bin gerade im Überlegen, hole ich mir überhaupt den Stern gleich als erstes, weil ich hole mir vielleicht einen anderen. Erstmal. Böses etwas. Was ist getötet? Böse Chicket. Haha! Danke! Böse Chicket. Und Jump! Ich wirklich mit. Oh! Na! Ah! Bauf! Mit was? Mit Stachelpanzer. Nein! Ja, geschafft. Das ist Nummer 1. Wir holen uns jetzt alle rote Münzen da in dem Ding. Die rote Münze, wobei nicht so schön wie im Lava-Level. So, da ist Nummer 2. Lava-Level mag ich die roten Münze nicht mehr. 3. Oh. 3? Das ist doch mal gut gedreht, oder? Alter! Junge! Na, so geht das nicht. Gehen wir mal woanders lang hier. Ach, so geht's. 4, 5,
6. Die 7. Und die 8 ist da hinten. Ich seh die 8. Ich seh die 8. 8 überfällt wieder von dir. So, da ist die Nummer 8 und da unten ist der Stern, das heißt Stern Nummer 52. Damit haben wir 5 Sterne geholt in diesem Part. Nicht schlecht. Und der Part ist dann auch schon wieder vorbei, leider. Oh nein. Naja, passt schon. Mami, ich will nicht gehen. So, Stern Nummer 52 und somit bedanke ich mich jetzt schon mal bei, beim Zuschauen, vom Zuschauen, bei den Zuschauern. Hast du es jetzt? Ja. Und kommentieren dann noch, ne? Ja. Und bei den Co-Moderatoren bedanke ich mich auch wenn der eine etwas still war und die andere ein bisschen gespoilert hat. Ich ne? kann auch ganz anders. Ist ja das gut. Das kannst du dann beweisen. Gut, deswegen sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play Super Mario 64 mit Semi. Bye bye, Leute. Tschüss. Tschüss.